Diese Tabelle hier ist gleichzeitig sicherlich eine der einfachsten, aber auch wichtigsten und fundamentalsten Tabellen. Und sie sammelt einfach nur die mittleren Zusammensetzungen der verschiedenen Chondritgruppen. Also in der ersten Spalte sind die Elemente eingetragen und dann in den weiteren Spalten die verschiedenen Chondritgruppen. Also hier ganz am Anfang die kohligen Chondrite, dann die gewöhnlichen Enzatit, R- und K-Chondrite. Die Einheiten sind hier immer Gewichts-PPM. Das macht es ein bisschen einfacher, gerade wenn man die Daten benutzt, um dann etwas zu normalisieren. Denn wenn man beispielsweise auf Magnesium normalisiert und man macht dann Silizium durch Magnesium, ist vielleicht noch okay, weil meistens Silizium und Magnesium beides in Gewichtsprozent angegeben sind. Aber angenommen, man möchte noch Zink mit normalisieren und vielleicht Indium oder sowas, dann ist vielleicht Zink in Gewichts-PPM angegeben und Indium in Gewichts-PPB, dann hat man Magnesium mit Gewichtsprozent, dann hat man drei verschiedene, nicht Einheiten, aber eben Einteilungen von PPM, also einmal pro 100, pro Million, pro Milliarde. Und wenn man das durcheinander teilt, kriegt man dann mit den Nullen gewisse Probleme. Und wenn alles in der gleichen Größenordnung dargestellt ist, bleibt das aus. Man kann das später umrechnen. Und ich will jetzt noch ein ganz kurzes Beispiel machen, wie man die Daten dann sehr schnell verwenden kann, etwa mit Mathematica. Die ersten beiden Zeilen hier sind einfach, um diesen Datensatz zu importieren, und dieser Datensatz wird dann hier in diese Variable imp reingeschrieben. Ich habe dann hier unten noch einen Befehl definiert, extract data, mit dem kann man sehr einfach Spalten oder Zeilen aus dem Datensatz auslesen. Dann führe ich das Ganze mal aus und jetzt stehen die Daten in diesem imp drin, und wenn ich da die erste Zeile auslese, soll ich also eine Liste der Kategorien bekommen, was ja auch der Fall ist. Also hier sind jetzt dann die verschiedenen Chondrite praktisch. Jetzt verwende ich mal diesen Befehl extract data, um aus diesem imp, das ist dieser Datensatz, nur die CI-Werte auszulesen. Ich muss dann eine 1 eingeben, das heißt, dass dann Spalten ausgelesen werden und nicht Zeilen. Dann bekomme ich hier diesen Datensatz raus. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, kann ich jetzt noch einen eigenen Befehl definieren, den nenne ich jetzt mal Chondrit-Daten, und da wird eine Variable Chondrit-Name übergeben, und dieser Name, brauche ich hier noch den entsprechenden Befehl, dieser Name steht dann hier drin, und dann definiere ich diesen Befehl und kann den dann anwenden und muss jetzt hier nur noch CI reinschreiben und bekomme dann eben diesen Datensatz von CI. Dann steht dieses Weight-PPM da vorne. Das kann ich in diesem Befehl auch noch eliminieren mit diesem Restbefehl. Und jetzt bekomme ich hier tatsächlich nur die Daten. Was hilft jetzt diese Übung? Ich kann jetzt hier sehr schnell noch weitere Daten darstellen. Zum Beispiel CV, indem ich das jetzt noch hier eingebe, kriege ich dann hier die CV-Daten. Und wenn ich jetzt die CV-Daten durch die CI-Daten teilen möchte, kann ich das in der Form machen und habe dann hier CV durch CI. Und dann kann ich mir das Ganze auch noch in einem Listplot beispielsweise darstellen lassen und habe jetzt hier eine normalisierte Darstellung, CI-normalisierte Darstellung der CV-Daten. Und natürlich kann ich jetzt hier sehr schnell das ändern, kann ja auch CR darstellen. Das sind CR, oder ich stelle hier EH dar, das sind dann die EH-Daten und so weiter. So geht das auf diese Weise sehr schnell. Man kann sehr schnell hier dann diese Unterschiede erkennen. Oder ich könnte die auch gegeneinander plotten, einmal EH gegen CI. Dazu muss ich das Ganze entsprechend ganz umstricken. Jetzt stelle ich hier da CI gegen CH, und wenn man das vielleicht dann etwas besser sehen will, kann man noch das Ganze logarithmisch machen und hat jetzt die beiden gegeneinander dargestellt. Wenn man denkt, aha, sieht irgendwie interessant aus, wie sähe das eigentlich im Vergleich aus zu CV-Daten, dann kann man noch die CV-Daten hier mit reinmachen. Ich habe jetzt das kopiert und schreibe hier vorne dann CV rein. Da hat man einmal CV auf CI normiert, CV gegen CI dargestellt und einmal EH gegen CI dargestellt. Und auf die Weise kann man dann mit solchen Datensätzen sehr schnell, oder diese eben sehr schnell, sich etwas anschauen. Und das ist, wie gesagt, dieser grundlegende Datensatz, den man eigentlich ständig irgendwie brauchen kann.